Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration und Klaus hat gerade ein Paket bekommen von einem Versender. Ich habe das Paket mal in die Klaus gemacht. Da sind also mehrere Pakete drin. Dann können wir hier einmal, dann haben wir nochmal, dann haben wir was. Dann haben wir ein großes Paket. Hier ein Paket und Paket. Diese Pakete, aber ein großes Paket, das von der Alnatura, das sehe ich schon. Dann haben wir hier das H1, das gegierte Material. Könnt ihr das gut sehen hier? So sieht die Verpackung aus, eine große Verpackung, gut verpackt. Was steht da? Ja, professionell Stereo Recording, ja. Back for Creator. We are for Creators. Also sie sind für Creators. Dann haben wir hier die Seitenbeschriftung drauf. Und dann haben wir hier auf der Rückseite The World Needs Creators, sagt er. People willing to contribute something. Something original, inspiring, powerful. Ein Handy Recorder. H1N. Also der Inhalt enthält ein H1 Handyrekorder, zwei A1-Batterien und ein Quick-Guide. 24-Bit, 26 kHz, Linear PCM-Recording, MP3, Mikro, USB 2, ja, hat da alles, was man braucht, oder? XY und so weiter. Ja, das wird eine Weile dauern, bis ich damit klarkomme. Dann habe ich hier gekauft. Kennt ihr das hier? Das nennt sich D3. Ich weiß gar nicht, was habe ich bezahlt? 12 Euro, glaube ich. Da sind also jede Menge drin. Da sind also ein Tropfen hieß es 1000 Einheiten. Und man braucht 1 mal täglich einen Tropfen einnehmen. Das sind zu wenig. Vitamin D3, MCT-Öl. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Okay. Davon müsste ich also 100 Tropfen jeden Tag nehmen. Und das 4 Tage lang. Und erstmal ein Doppelwert. Dann haben wir das hier noch. Kennt ihr den? Das ist ein Großhändler. Da habe ich also Zimt gekauft. Thailand Zimt. Das habe ich mir nicht gerade fertig gemacht. Kenne ich den nicht mehr. Das sind 250 Gramm Zimt. Ich habe den bisher bei allen Natur gekauft, aber. Das hier. Hier 6 Pakete, 3, 4, 5, 6, 7 Pakete mit denen hier drauf. Leinsamen. So, wozu brauchen wir Leinsamen? Ich brauche Leinsamen für Omega-3-Säuren. Da sind die Vorstufen drin, drin. Und wenn ich davon jeden Tag 2 Löffel nehme, dann habe ich meinen Bedarf gedeckt, glaube ich, pro Tag. Also war zumindest die Theorie. Ja, okay Leute, das war es ja schon wieder von hier. Sehr schön. Jetzt sollte ich vielleicht mal den hier aufmachen. Das E-Detail. Aha. So. Geht schon mal gut auf hier. Wird das jetzt rausgezogen oder? Ja. Die Schachtel in der Schachtel. Was haben wir jetzt? Jetzt können wir das aufklappen oder? Also, jetzt wird es so hochkommen.
Und dann haben wir jetzt hier eine Anleitung, wer sie mehrsprachig schildern. Ja. Also da haben wir eine Kurzanleitung. H1N Kurzanleitung. Und die Deutsch. Ja, kann man da nicht meckern. Für die Batterieschablone und so weiter und so weiter. So, da muss ich mich gleich mal mit beschäftigen. USB-Funktion und so weiter. Und dann kommt als nächstes hier, also das ist die Kurzanleitung, dann haben wir Quick Guide, dasselbe nochmal in Englisch. Dann haben wir eine Handy-Recorder-Anleitung ausführlich oder ich weiß nicht genau. Ne, das ist nochmal französische Version. Was sind das hier alles für verschiedene Blätter? Der ganze Chaos hier. Wozu brauche ich die alle? Attention, attention. Danger, danger. Warnung, Warnung. Warum noch nicht? Was haben wir hier? Cubase. Cubase? Wie komme ich denn an Cubase? Cubase. Ich habe ja kein Cubase. Cubase ist irgendwie eine Musiksoftware. Cubase LA Guide. Install Cubase LA, referring to the bundled download access sheet. Wo komme ich das denn her? Mit Cubase. ZoomTP www.zoomto2japan and install it. Also die haben so eine Zoom-Seite und da kann man das dann downloaden. Startup. Ja, kann mir jemand erklären, was das ist? Wozu brauche ich das Cubase? Wozu brauche ich das? Für meine Videoaufnahmen oder? Da haben wir Wave.me. Don't throw away. Wave.le. Download information. To download your full version of Wave.le, please follow the link. Steinbecknet get Wave Label. During the download process, you will access Enter the access code und ja, da haben wir hier den Zugangscode wahrscheinlich für dieses Wavelab Steinwerk. Ja, brauche ich nicht, oder? Ich habe Audacity. Das ist nochmal so ein. Die haben so einmal Steinberg, Cubase LA Download und dann haben die Wavelab LA Download. Ja, das sind wie komplizierte Programme. Da brauche ich dann erstmal. Tun wir erstmal mal die Seite. Was haben wir jetzt hier? Ach, da sind also zwei Batterien schon dabei. Japan denkt mit. Was ist das hier? Das ist das. Also wozu? Damit da nichts reinkommt, wie?
Papier verpackt. Ja, sein kleines Gerät hier. Aber handlich noch gerade so. Da steht vorne drauf Audio, Low-Cut, Limiter und Auto-Level. Dann habe ich an der Seite Line-In und 5 Volt. Und da habe ich was für Müller mal. Was habe ich hier? Da kann ich einen Lautsprecher, einen Kopfhörer anschließen. Passt in der Meine rein. Kann ich gleich mal ausprobieren. Und da habe ich die Lautstärke. Also da ist die Lautstärke. Hier links also. Und hier rechts habe ich. Was habe ich denn da? Was ist das hier? Hier kann man auch irgendwas reinmachen. Was kommt da rein? Hat der Kopf wahrscheinlich hier eine SD-Karte rein. Nehme ich mal an. Da kommt eine SD-Karte rein. Und da habe ich hier. Da habe ich dann einen Anschluss für USB, nehme ich mal an, für USB. Jedenfalls sieht der so aus. Und wo kommen die Batterien rein? Batterien kommen hier rein. Ja, ich sag mal, wie man das von Japan gewöhnt ist. Gute Qualität. Was sie machen, ist durchdacht. Ich habe bisher eine EOS-Kamera und zwei EOS-Kameras bisher ausprobiert aus Japan. Und Top-Qualität, sag ich nur. So, wo ist denn jetzt hier oben und wo ist unten? Da ist Plus. Ja, so, genau. Dann kommt der da rein, so. Und der kommt dann da rein. So, und dann können wir den wieder zumachen. Hier rum, so rum oder? Ach, der hält schon, ne, der hält nicht. Warum nicht? Ist der nicht richtig drin hier oder? Und jetzt? Ah, jetzt ist er drin. Okay. Und jetzt, wenn ich immer auf den roten Knopf drücke, passiert nichts. Wo ist denn ein Schalter, Ausschalter? Da ist der Volumen. Strom müsste jetzt da sein. Wieso habe ich jetzt kein Display? Display. Da oben ist noch ein Rad. Wofür ist das? Läuft der jetzt, wenn ich da eine SD-Karte anschieben will? Könnte sein. Dann brauchen wir eine SD-Karte. Gott sei Dank haben wir eine vorrätig.
32 GB sogar. So viel brauche ich ja nicht. Da habe ich nur eine kleine. Was ist das für eine? Da haben wir noch eine. Ja, dann müssen wir die da reinpacken. Da muss ich vielleicht mal sehen, wie rum man die da reinmacht. Damit ich die dann auch wieder rausbekomme. Kommt der nach oben oder kommt der nach unten? Also ja. So ist er drin und geht nach oben. Nach oben. So, jetzt haben wir den drin. Und was tut sich nichts? 1, 2, 3, 4. Strom ist da. Wo ist denn ein und Schalter? Da ist ein Schieberegler. Aber da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Tja. Geheimnisvoll. Ich sag die schnelle Anleitung. Kurzanleitung. Was sagt die Kurzanleitung? Wenn sie den Kurs ist, also die Kurzanleitung. Die Kurzanleitung, der das die Bedienungsanleitung auf der Webseite zur Verfügung steht. Ja, das würde ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ja, entfernen Sie Batteriefachabdeckung und setzen Sie die Batterien ein. Haben wir. Alternativ kann das Gerät auch mit dem Netzteil an die 17 betrieben werden. Ja, habe ich nicht. Dann öffnen Sie die Abdeckung für die SD-Kartenschub und fügen Sie die SD-Karte ein. Das hatte ich jetzt über 8 GB. Nehmen Sie die Anzeigesprache aus. Die Knockout. Ja, was mache ich jetzt verkehrt? Habe ich jetzt keinen Strom oder? Ja, da ist Plus da oben. Und da ist Minus. Sind die leer oder? Wieder 17 dabei bei den Batterien. Irgendwas zugeklebt hier? Nee. Da unten kommt Minus hin. Da ist Minus und da ist Plus. Jo.
erklären. Das erkennt ihr normal, so. Und jetzt gehen wir wieder rein. Geht immer noch nicht. Warum nicht? Die Batterie leer vielleicht, oder? Es waren da zwei volle Batterien dabei. Oder was habe ich verkehrt gemacht? Das Volumen zu groß hier. Was ist denn das? Das ist eine 8 GB. 8 GB hat die. Sollte da ausreichen. Tja. Wieso geht er nicht? Wieso geht er nicht? Also wenn ich auf Auto drücke, oder muss ich irgendwie länger drauf drücken? Tja. Geht denn nicht? Eigentlich müsste jetzt hier was kommen, aber es kommt nichts. Batterien liegen schön. Ich habe ja noch Ersatzbatterien. Aua. Die könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Bedienen Sie den Schiebeschalter, um das Gerät einzuschalten. Da war ich doch gerade. Das ist der jetzt hier, ne? Der Schiebeschalter. Der hat verschiedene Stellungen hier. Und welche ist jetzt hier einschalten? Wieso schreiben die das nicht so auf? Versteht der Naturjapaner jetzt hier das intuitiv oder wie? Also, ich muss hier runterschieben. Und zwar zu diesem Zeichen da unten. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt ist es an. Hurra, hurra. Jetzt kann ich also das Datum einschalten. Ja, wie wird er hier gesteuert? Ah, mit den Tasten da oben nehme ich mal an, oder?
Ja, welche sind denn jetzt hier die Steuertesten? Ja. Aha. Tut hier was? Denn die sind die EC-Karte. EC-Karte gelesen und das Ergebnis ist, jetzt habe ich hier auch von und so weiter, ja. Ich möchte hier nochmal. Da steht No File. Wieso habe ich da No File drin? Da habe ich ein Limiter auf Auto Level, Low Cut. Okay. Wie komme ich denn jetzt wieder? Wieso habe ich denn noch Pfeil drin? Ich muss tatsächlich das Handbuch hier von vorne bis hinten gründlich durchlesen, oder wie? Language. Wählen Sie die Anzeigesprache aus. Ja, habe ich ja gerade versucht. Lokat. Lokat. Oder Limiter. Die Optionen 1, 2, 3, 4. Ich glaube, der nimmt hier irgendwas auf. Aber da ist jetzt hier, was heißt hier 5D? Eins, zwei, drei, vier. Ah, jetzt nimmt der hier irgendwas auf. Eins. Karte voll, kann nicht sein. Die ist ja ganz leer. Muss ich die erstmal. Die Karte initialisieren mit irgendwas. Beim Einschalten soll ich. Wie kriege ich die wieder aus? Also so ist alles klar. Und das ist jetzt aus, oder? Geht ihr von alleine aus, oder? Ja, meine lieben Leute. Ich liebe ja so Produkte wie so aus Japan. 500 Seiten Handbuch und dann nochmal extra Handbuch, nochmal 300 Seiten und nochmal 500 Seiten für spezielle Sachen. Und ein, zwei, drei, vier. Ja.
Kann ich den jetzt ausschalten? Goodbye, also muss ihn länger unten halten. Aber oh, Gott sei Dank. Also ein- und ausschalten ist schon mal geschafft. Das Einstellen von Datum und Uhrzeit werden wir vielleicht auch noch schaffen. Okay, Leute, ich mache mal Schluss. Ich bin Gorgi hier. Das war's erstmal. Tschüss.